Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Wir sehen hier wieder, der Bitcoin hat wieder den Allzeithoch geknackt, den vorherigen, und ist im Moment bei 9.017 Dollar. Auch Ethereum hat seinen Allzeithoch geknackt. Der war ja vorher bei 445 Dollar vor einigen Monaten, im Moment jetzt bei 462 Dollar. Wenn man oben uns hier das Market Cap mal anschaut, sind wir jetzt inzwischen bei 284 Milliarden. Das ist alleine schon in den letzten 2, 3 Monaten hat sich mehr als verdoppelt. Wir sehen, die Bitcoin-Dominanz geht trotzdem runter, ist im Moment bei ungefähr 53%. Das heißt, auch wenn der Bitcoin stark steigt, die Altcoins sind auf jeden Fall auch im Moment sehr stark unterwegs. Vor allem hier Dash. Dash ist auf 628 Dollar. Das hatten wir uns beim letzten Video angeschaut. Hat wieder den Allzeithoch geknackt, ist wieder gestiegen. Auch Monero ist jetzt bei 163 Dollar. Ethereum Classic auch bei 22 Dollar. IOTA bei 77 Cent. War auch mal ein Stückchen höher, aber auch wieder stark gestiegen. Also der Altcoin-Markt ist im Moment auch sehr stark am Steigen. Vor allem jetzt in dieser Woche alles sehr stark gestiegen. Können uns das jetzt mal wieder anschauen in den Charts. Ich habe mal hier mal bei Bitcoin ein bisschen mal rausgezoomt, um mal zu sehen, was allein in einem Jahr jetzt hier passiert ist. Wir waren genau vor einem Jahr, wenn wir uns mal genau vor einem Jahr den 26. November 2016 anschauen, dann waren wir ungefähr bei 800 Dollar oder noch weniger sogar. Ja, ungefähr 730 Dollar. Und wenn wir uns das mal dann mal prozentual anschauen, wie hoch das gestiegen ist seitdem. Also wenn man vor einem Jahr eingestiegen bis heute, wären das 1150% an Kursgewinnen, die man da mitnehmen hätte können. Vor einem Jahr wäre man da eingestiegen. Aber es ist nur noch kein Ende in Sicht irgendwie. Mal schauen, wie es weitergeht. Die große Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, wird die 10.000 noch vor Neujahr geknackt, wenn es so weitergeht? Kann sogar noch höher sein, wenn es also in einem Monat, also kann der natürlich noch krasser steigen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viel der jetzt in den letzten paar Tagen gestiegen ist. Aber ob das natürlich so weitergeht, ist die Frage. Da muss man natürlich jetzt wieder aufpassen. Wenn man ein bisschen hier mal reinzoomt, sieht man, der war hier ein paar Tage bei 8.300, ist da nicht durchgekommen, aber gestern ist er dann durch diese 8.300 durchbrochen und dann haben wir dann wieder ungefähr 7% Kursanstieg gesehen von 8.300 zu dem jetzigen Zeitpunkt 9.000, und da oben ist er jetzt gerade auch. Ja, muss man mal schauen. Was man jetzt nicht sehen will, dass das hier unter die 8.300 geht, das wäre nicht so ein gutes Zeichen. Wenn er unter, also dieser Widerstand sehe ich jetzt als Unterstützung an. Das wurde jetzt umgewandelt und darunter sollte er nicht gehen, weil danach kann man auch wieder hier auf die 7.500 fallen. Muss man mal drauf achten. Hier mal die gleitenden Durchschnitte, die laufen sehr gut mit. Muss man mal in den nächsten Tagen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, Ethereum auch sehr stark gestiegen. Der war ja eine ganze Weile im Schatten des Bitcoins. Hat nichts getan, war ja in diesem Kanal, den ich hier angezeichnet hatte, vor einigen Wochen, für eine le sehr lange Zeit fast, wenn wir uns von hier bis hierhin bewegen, sind das fast 2 Monate, hat sich nicht viel getan, ist aber jetzt durchgebrochen durch diesen Kanal, und dann haben wir natürlich diesen Anstieg gesehen, der war sogar auch bis 520 Dollar, ist im Moment bei 462. Ist immer noch höher als das Allzeithoch, wie ich gerade schon erwähnt hatte, vor das war im Juni, am 12. Juni, da war da bei 445, den hat er auch durchbrochen. Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Im Moment pendelt sich das hier wieder so ein bisschen ein. Ja, also wäre man da jetzt eingestiegen nach dem Durchbruch hier des Kanals, hätte man natürlich hier auch gute bis zu 45% mitnehmen können. Im Moment ist er beim Anstieg 30%. Ist natürlich auch nicht wenig. Schauen wir uns Dash an. Dash hatten wir uns letzte Woche auch angeschaut. Der ist auch sehr stark gestiegen.
Wir hatten ja diesen Bereich hier eingezeichnet letzte Woche. Nach dem hohen Anstieg haben wir uns das mit dem Fibonacci Retracement angeschaut gehabt, von hier aus. Dann haben wir gesehen, dass er bis zu dieser 0,681 Linie gekommen ist, von dort aus dann wieder ein bisschen hochgegangen ist, und nachdem er diesen Widerstand da durchbrochen hat, ist er bis 670 Dollar ungefähr gegangen, wieder ein bisschen runter, und jetzt ist er wieder im Aufwärtstrend, hält hier die gleitenden Durchschnitte soweit, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, sollte jetzt allerdings nicht hier unter diese Linie kommen, unter die 575, das war vorher die 580 vielleicht auch, ungefähr in dem Bereich, das war vorher der Widerstand letzten Stunden und Tage. Darunter sollte er nicht fallen. Ansonsten sieht das eigentlich auch sehr bullisch aus. Wie erwähnt, auch IOTA sehr stark gestiegen. Können wir uns auch mal anschauen. Gehen wir mal in den Tageschart wieder zurück. Das Allzeithoch ist natürlich noch nicht erreicht. Wenn man uns hier das hier mal anschaut, der war bei 1,10 Dollar Mitte August. Bis dahin hat er es noch nicht geschafft, ist hier nur bis 98 Cent gekommen. Aber wenn man sich das jetzt mal wieder mit dem Fibonacci Retracement anschaut, dann sehen wir hier, dass es bis zur. Ah, das war das Falsche, sorry. Fibonacci Retracement, da ist es. Wenn man hier das mal hier reinlegt, dass es genau bis zur 0,5 Linie gekommen ist. Und danach wieder hochgeschossen ist. Was nicht so gut ist, dass hier der gleitende Durchschnitt durchbrochen wurde. Der 10er, exponentielle gleitende Durchschnitt wurde durchbrochen. Hat aber zum Glück noch den 30er gehalten, ist von da wieder dann hochgegangen. Im Moment ist es dann genau auf der Höhe, wo der 10er gleitende Durchschnitt ist. Gut wäre es, wenn er hier jetzt drüber geht und den wieder hält. Wenn nicht, dann muss man natürlich aufpassen. Für mich kein Kaufsignal im Moment. Wenn es aber drüber geht und vor allem hier diese 98 Cent nochmal durchbricht, dann kann man auf jeden Fall nochmal einsteigen und in der Hoffnung, dass er nochmal hier die 1,10 erreicht oder sogar nochmal durchbricht. Also im Moment kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Bei so einem Markt in den letzten Wochen, wenn alles grün ist und alles hochgeht, alles bullisch ist, da ist es eigentlich schwer, Geld zu verlieren. Ich beobachte das mal weiter. Bis zum nächsten Video. Tschüss.